Ja, guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Seyla Benhabib, meine Damen und Herren. Also, ich begrüße Sie sehr herzlich zur zweiten Michael Blumenthal Lecture, die jährlich zu Ehren unseres Gründungsdirektors stattfindet. Wir, das heißt das Jüdische Museum Berlin und die Akademie, haben mit der Lecture einen Rahmen geschaffen, um mit international renommierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern über aktuelle und kontroverse gesellschaftspolitische Themen ins Gespräch zu kommen. Den inhaltlichen Rahmen dafür liefern die beiden Schwerpunkte unserer Akademieprogramme, die dieses Jahr ihr fünfjähriges Bestehen feiern. Einerseits das jüdisch-islamische Forum, mit dem wir das Verhältnis dieser beiden Religionen sowie die wechselvollen jüdisch-muslimischen Beziehungen in Geschichte und Gegenwart beleuchten und zu ihrer Stärkung beitragen wollen. Und andererseits unser Schwerpunkt Migration und Diversität, in dem wir uns unter anderem intensiv mit der Frage nach den Bedingungen für ein gelungenes Zusammenleben in einer pluralen Gesellschaft auseinandersetzen. Um Letzteres. Die besonderen Herausforderungen eines solchen Zusammenlebens geht es auch am heutigen Abend. Es ist mir eine große Freude, dass wir Seyla Benhabib, Professorin für politische Theorie und politische Philosophie an der Universität Yale, für unsere diesjährige Lecture gewinnen konnten. Mit ihrem Vortrag »The Global Refugee Crisis and the Challenge to Liberal Democracies« greift sie ein Thema auf, das in Zeiten des zunehmenden gesellschaftlichen Umbruchs besonders dringlich ist. Denn Migration und Flucht, so Seyla Benhabib, stellen liberale Demokratien vor die Schwierigkeit, dass sie für die Einhaltung universell gültiger Menschenrechte für Geflüchtete Sorgen tragen und dabei zugleich adäquate Antworten auf einwanderungsfeindliche und nationalistische Gruppierungen finden müssen, die genau durch diese Politik erstarken und wachsenden Zulauf erhalten. In diesem Zusammenhang fragt sie danach, inwiefern traditionelle Konzepte von Nation und Zugehörigkeit noch tragfähig sind oder ob sie neu gedacht werden müssen. Benötigen wir vielleicht flexiblere Konzepte von Staatsbürgerschaft? Und wenn ja, wie könnten diese entwickelt und verankert werden? Und darüber werden wir nachher im Anschluss auch gemeinsam diskutieren. Erlauben Sie mir einige ganz kurze Worte, unsere Referentin kurz vorzustellen. Seyla Benhabib wurde in Istanbul geboren und wuchs in einer sephardisch-jüdischen Familie auf, ein biografischer Hintergrund, der auch ihre Arbeit beeinflusst hat, wie sie selbst betont. Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehören unter anderem Migration, Minderheiten und feministische Theorie. Für ihre wissenschaftlichen Arbeiten ist sie vielfach ausgezeichnet worden, so unter anderem 2014 mit dem Meister-Eckhart-Preis der Universität Köln, einem bedeutenden deutschen Philosophiepreis. Ihre Publikationen sind in zahlreiche Sprachen übersetzt worden, darunter ins Deutsche, Spanische, Französische, Türkische, Russische, Hebräische, Japanische und Chinesische. In ihrem 2008 erschienenen Schlüsselwerk »Die Rechte der Anderen« auf Deutsch, im englischen Original von 2004 »The Rights of Others, Aliens, Residents and Citizens« befasst sie sich aus der Perspektive politischer Theorie und Philosophie mit den Auswirkungen von Globalisierung und Migration auf Nationalstaaten. Eine nach wie vor relevante Thematik, wie sie in ihrem Vortrag gleich zeigen wird. Bevor ich das Wort an Professor Benhabib übergebe, möchte ich aber nicht versäumen, mich bei der Hubert-Burda-Stiftung für die erneute Unterstützung der Michael Blumenthal Lecture zu bedanken. Ebenso danke ich dem Team der Akademieprogramme und der Veranstaltungsabteilung des Museums für die inhaltliche und organisatorische Vorbereitung des Abends. Und nun, meine Damen und Herren, wünsche ich uns allen einen interessanten, anregenden Abend
und bitte Präsident Habib ans Podium. Ladies and gentlemen, dear friends, colleagues, and students, I want to thank the Jewish Museum very much for this invitation. And I also want to say that I started working on this problem 20 years ago as I finished my book on Hannah Arendt, which is available in German as Hannah Arendt, die melancholische Denkerin der Moderne. Arendt said that two problems would be definitive for the politics of the future. She said one was the question of political evil, and the second would be the question of statelessness. So I started working on the problem of statelessness, transnational migration, citizenship, partially through the inspiration of Hannah Arendt many, many years ago. And I am surprised by the degree to which this problem still persists. And I want to say to you that tonight I almost feel a little embarrassed because as a Wissenschaftlerin, I don't want to come that close to Tagespolitik, okay? I'm not here to just talk about the conflicts of the parties and so on. But somehow this question has become an unusual focal point. And I hope I can give you some theoretical distance and maybe some tools to think about it and not just, you know, to address the Tagespolitische conflict, you know, in this country, which is right now very serious. So let me start. One more time, a ship full of refugees, this time from Africa, the Aquarius, with 629 people on board, including 123 alone traveling minors, 11 children and 7 pregnant women, was at the center of the European refugee crisis. Denied admission to Italy by the newly appointed Interior Minister of the Liga Nord, Matteo Salvini, the ship was granted admission to the port of Valencia by Spain's new socialist government. But the enormous damage that this episode inflicted on European unity, as well as the ideals of human rights, human dignity, and solidarity, is still enormous. It is as if Europe cannot wake up from a nightmare which keeps revisiting it nearly half a century after the original trauma. It is surely a supreme historical irony that the European Union, emerging as it did out of the ashes of the Holocaust, and with the bitter memory of two world wars behind it, should find itself at the point of unraveling in recent years because of the desired entry into Europe about 3 million refugees, whether from Syria or from other countries. Surely, no one is being sent to extermination or labor camps, although the number of detention camps established with EU complicity in North Africa is increasing. In a replay of a cheap World War II movie, Czech and Hungarian police stamped refugees' arms with indelible ink. Refugees have been chased by police dogs and water cannons, by Macedonians, Slovenians, and Hungarians as if they were dirt that needed to be washed away. They have been subject to excruciating limbo about their future lives while being stranded on Greek islands. And they have been subject to the most humiliating treatment by France and the UK for months in the now dismantled camp, which the refugees themselves called the jungle in Calais. The refugee is increasingly treated not only as an alien body, but as the enemy, who is interned in detention camps, held in deportation sites, or in absurd Euro-bureaucratic parlance gathered in hotspots.
The image of the refugee at sea, as the Israeli scholar Itamar Mann has shown in his book, Humanity at Sea, Maritime Migrations and the Foundations of International Law, is a fundamental metaphor for the moral encounter between one human being and another. The parable, the story of the two men at sea on a raft, has been widely discussed over the centuries in moral philosophy. If the raft has room only for one of us, what should I do? Help the needy stranger and sacrifice my own life, or refuse to help the stranger and let him drown and save myself? The moral example is intended to illustrate the conflict between our human duties to others versus our own self-interest in survival. Sometimes one must take precedence over the other. Although we hear echoes of this ancient parable in today's discussions, for example, the idea that the boat is full and that we cannot take others on board, very often heard among anti-immigrant groups. But although we hear echoes of this parable, to formulate today's dilemmas in terms of this moral conflict is deeply misleading. The contemporary situation, unlike in this example, is always morally, legally, and politically asymmetrical, in that the encounter is never among two equally vulnerable human beings on a boat or a raft. It is always between the powerfully guarded and in many cases armed representatives of a nation state on a well-protected space and refugees at sea on dingy boats with leaky life vests and rarely enough water and supplies to survive for more than a few days. The rhetoric of duties to the other versus self-interest is a grotesque distortion of these facts and does not help us to think through the issue morally. Furthermore, today's encounters at sea take place under the aegis of international law and agreements. The sea captain, who is on international waters, has an obligation to accept these individuals abroad, as long as this can be done without great danger to the vessel, and to bring them to safety ashore to some country where they can place their request for asylum. If the refugee encounters the ship sailing on designated national waters and the vessel is carrying the flag of a national government, there is an obligation to help the refugees and bring them ashore under the jurisdiction of that particular national government, which is then obliged to process their applications for asylum in accordance with international law. In the case of Aquarius, this would have been Italy, which, however, rescinded its obligations under international as well as EU law. So, in the first part of my lecture, I want to clarify a little bit more this new global legal context of human migration movements and paid special attention to legal developments in the post-World War II period in accordance with which states today ought to act. Does everybody have the handout? Some don't. Okay, if you have others, other copies, please. Then in the second part of my lecture, I will turn to some facts and myths concerning human migratory movements and discuss some statistics. In the third part of my lecture, I will address the question of crisis management and identity formation as it affects the refugee crisis. And finally, I will conclude with some reflections on the Jewish experience of Galut and why we, particularly as Jews, have a special responsibility to protect the rights of the strangers among us. Now, let me begin with the new legal context of migratory movements. Many of you are quite familiar with this. A report by the United Nations High Commissioner of Refugees noted that
At the end of 2015, the number of worldwide refugees was 65.3 million. But by 2017, the number of refugees is now closer to 67 million people. And a pretty astonishing statistic, one in every 113 person all over the world is displaced. I'll say more about this concept of displacement in a moment. As the number of refugees has increased worldwide, not only has the number of camps grown, but camps have ceased to be places where people are held temporarily. Rather, camps have become semi-permanent. The largest refugee camp in the world is in Kenya, Kenya's Dadaab. It's 20 years old and it houses 420,000 refugees. The Palestinian refugee camps in southern Lebanon are in many cases 70 to 50 years old, depending on whether the refugee population was created in 1948 or 1967. The refugees who live in these camps, and in some cases who have spent their entire lives there, become, in the language of refugee protection, PRSs, those in protracted refugee situation. Refugees, asylees, PRSs, or IDPs, internally displaced persons, persons moving within their country without crossing transnational borders. These are new categories of human beings created by an international state system in turmoil and are subject to a special kind of precarious existence. As Hannah Arendt had already noted, the post-war expression of displaced persons has been expressly invented, she writes, in order to make disappear from the world the disturbing fact of statelessness by ignoring it, end of quote. Their plight, the plight of these human beings, reveals the most fateful disjunction between so-called human rights, or the rights of men in the older locution, and the rights of the citizen, between the universal claims to human dignity and the specificities of indignity suffered by those who seem to possess nothing but their human rights. This situation poses special challenges to the legal architecture of the world society of states. On the one hand, we see the uncoupling of the entitlement to human rights or some list thereof, and there is discussion among political philosophers, legal philosophers, how long or how short this list is. But on the one hand, we see the uncoupling of the enlightenment to of the entitlement to universal human rights from the status of national membership and citizenship. Individuals are recognized as persons in the major international human rights documents of the post-World War II period in virtue of their humanity alone, not their national citizenship. On the other hand, this uncoupling of the entitlement to rights and national citizenship gives rise to ambiguous questions of legal jurisdiction, because it is a fundamental premise of the so-called Westphalian model of the modern nation state that the state exercises jurisdiction over those who are territorially present on its territory. The state's jurisdiction extends to those who are present on its territory as citizens, residents, tourists, documented, or the undocumented migrants. But the status of migrants, refugees, and asylees pose all variety of dilemmas and challenges of extraterritorial jurisdiction in virtue of the tenuous and contested nature of the link between these persons and the territory of the state they happen to be upon. Now, the Universal Declaration of Human Rights of 1948, which you have here in the handout, and I will not read all these articles for the sake of time, and we know that the UDHR is not international law. It gives principles to international law. But in Articles 13, 14, and 15,
the UDHR already in 1948 tried to address the question of statelessness, asylum, and naturalization. In particular, Article 14 of the Universal Declaration states everyone has the right to seek and enjoy in other countries asylum from persecution. Note that it says everyone, every human being. The most important international legal document to our days covering the status of refugees is the 1951 Geneva Convention, which establishes the principle of non-refoulement. Again, your handout. And the core principle is non-refoulement, which asserts that a refugee, quote, is someone who is unable or unwilling to return to their country of origin owing to a well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, end of quote. This is now considered an article of what is called customary international law, and 147 states out of the 195 in the world have declared themselves party to it. The 1951 convention has a so-called protocol of 1967, and the protocol expanded the language of the convention. I know this is a bit technical, but it is important for understanding the situation in Turkey, so bear with me for a second. That the 1951 convention had restricted the status of the refugee to events occurring in Europe before January 1st, 1951. The 1967 convention expanded the refugee definition to include individuals also coming from other parts of the world and subsequent to events of 1951. Now, of important for you, those of you who are European citizens or those who are members of the European Convention for Human Rights, which includes 47 countries as opposed to the European Union, which still with Britain as member includes 28. The European Convention of Human Rights, which includes countries like Russia, Turkey, the Ukraine, and others who are not members of the European Union, the convention in its Article 1 upholds non-refoulement, okay? It acknowledges the Geneva Convention. The European Charter of Human Rights and Fundamental Freedoms guarantees likewise the right of asylum in its Article 18. Now, as I'm sure you also know, that the situation in Europe is complex because of the architecture of the Dublin Convention. And the Dublin regulation has been revised several times, and all European Union member states except Denmark, as well as non-member states such as Norway, Iceland, and Switzerland, participate in the Dublin system. But originally designed to prevent refugees from placing multiple applications in different countries of the EU, which is humorously called refugees in orbit, the Dublin regulations have now led, as you know, to a system of unfair burdens for first countries of entry, such as Greece, Italy, and Spain. Bulgaria, which is another port of entry, until the agreement with Turkey, was quite active in this regard. Now, I'm not going to continue about the legalities, but I do want to say something about the agreement with Turkey. Because this agreement not only had the function of, for a while, quieting down the refugee flows into Europe, but it also led the European Union countries to a position where they could not be critical of the Erdogan government because of the fear that the agreement would be rescinded.
What is the agreement? The EU and Turkey concluded an agreement in 2015 which commits Turkey to preventing by force, if necessary, refugees from crossing sea by sea or land into European Union borders. For every refugee prevented from crossing into the European Union pledged to take one refugee from the camps under the monitor of the UNHCR in Turkey. How well this is functioning is completely unclear to me at the present. And if there are people here who are more informed about it, I'd love to hear from you in the discussion. Turkey now houses close to 3 million refugees, as well as many others from Iran, Iraq, Afghanistan. Although Turkey is a signatory to the 1951 Geneva Conventions, it only recognizes as a convention refugee those who have become refugees because of actions originating in Europe. In other words, and this is what's important, refugees coming to Turkey from non-European countries, Syria, Iraq, Iran, Afghanistan, are not under the protection of the Geneva Conventions, but fall under Turkey's own laws and legislation. Their status is governed by a directive named the Temporary Protection Directive, Geçici Korutma Yönetmeliği, which was adopted in 2013. What consequences does this have for the status of refugees in Turkey? Again, we're not quite sure. We know that contrary to international agreements, child labor is allowed, and the Turkish government has not undertaken much for the education of Syrian refugee children in particular. Many Syrians have chosen to live in large populated Turkish cities rather than stay in camps. Some of these refugees frequently cross the border to fight or serve as doctors and the like in the Syrian civil war and come back. And as you may have also read, about 30,000 Syrian refugees were given Turkish citizenship and voted in this last election. Now, when it's taken into account that Turkey, which has a population of 79.5 million people, has taken in close to 3 million refugees, the irony and hypocrisy of the discussion in the European Union with a population of nearly 508 million people, nearly six times that of Turkey, of accepting nearly as many refugees becomes clear. Okay? So, let me now turn to some facts and myths about migration. I'm sure there'll be lots of questions in the discussion about the implications of, you know, this legal analysis. You know, if you would turn to the last page of the handout. Now, the number of migrants, that is people crossing transnational borders without differentiating between economic migrants and refugees worldwide, stands now at 257.7 million people. But this is only 3.1% of the world's population of about 7 billion. So it is not the absolute number of migrants or their proportion in relation to the world population that merits attention, but the fact that the number of migrants has grown faster than the world's population. From 2000 to 2017, the world's population increased by 16%, whereas the rate of increase of international migrants for the same period of 17 years increased from 175 million to 257.7 million. It is this intensification of worldwide migratory movements
which has given rise to what Saskia Sassen has called losing control on the part of states. It is this perception of losing control and its manipulation by right-wing movements that is giving rise to the widespread sense of crisis and urgency about this situation. While there is an acceleration in the spread of migratory movements, the absolute numbers do not bear out the sense of widespread panic and anxiety that migratory flows have given rise to. The number of migrants currently resided in Europe, this is point number three, is listed as being 77.9 out of a total of 512 million, roughly 14% of the population. But of these 14%, 7.5 are non-EU citizens, okay? That is to say, these figures of 14% on EU territory include EU member states who move across state boundaries in accordance with the Maastricht Treaty and the privileges of European Union citizenship. In other words, what I want to emphasize is that phrases such as Überfremdung that you hear a lot in the German discussion are misleading in that they don't distinguish between European Union citizens that move across transnational borders and third country nationals, among whom would be refugees as well as migrants. There is a confusion here, and there is a confusion in the public that is not being clarified. There are, of course, huge divergences among EU countries as far as the percentages are concerned. Whereas close to 40% of those living in Luxembourg are migrants, in Hungary and Bulgaria, it's about 5%. It is around 7% in France, but around 14 to 16% in Germany and Austria. Okay, so there are vast differences in the number of migrants across the European Union. Point number four, the number of asylum applications to the EU region has increased, as you know, between 2006 and 2016 from around 200,000 people to 1.2 million at the height of the refugee crisis, and has dipped now. In the first 6 months of this year, only around 40,000 migrants have applied to enter Germany. But, point number five, the world's largest asylum-receiving countries are not in Europe. According to the UNHCR statistics, the top hosting countries are Turkey, Pakistan, Lebanon, the Islamic Republic of Iran, Uganda, and Ethiopia. Now, what conclusions, if any, can one draw from these statistical analyses? And numbers do matter sometimes, because there is a lot of confusion in the public sphere about what's going on. The conclusion, I think, is very simple. There has been an acceleration of both migratory and refugee movements in the last 15 years in Europe and the world over. It is this acceleration which is giving rise to a sense of crisis. It is not the absolute number of numbers, but it is the pace of increase. Within Europe, the largest part of the migratory movements are due to the European unification process, Schengen, which, according to which capital, goods, services, and people can and should move freely across state boundaries. Again, only 7.5% of migrants residing in the EU are non-EU citizens, that is, third country nationals, including refugees. But the intensification of this movement across borders has resulted in an administrative as well as identity crisis for the nations involved.
Even in the world's largest migration country, that is the United States, which still leads the world with 14.8 million people not born in the United States, constituting more than 12% of the population, there is a sense of crisis leading to the increasing criminalization of migrants and refugees under the current Trump administration. What are the problems of crisis management and identity formation? One of the unintended consequences of international law regulating asylum and refugee movements has been the generation of a bureaucratic and administrative overload. The procurement of documents that should lead to the judgment that the application is deserving of asylum, the lack of reliable translators who can mediate between national authorities and refugees themselves, the difficulty of training personnel efficiently and fairly to judge these processes have all led to a massive administrative crisis. If I can interject something here, I was in Greece a couple of years ago to talk to people about the refugee situation, and one of the difficulties in Greece was that individuals who had to carry out the interviews with the 50,000 migrants who are still on Greek islands would have to be Greek civil servants then. It was, you know, at the European Union then started decided to send to Greece, you know, people who were trained and so on. But an unintended consequence of the Geneva Convention definition of a convention refugee is that the test that needs to be established, that needs to be exercised to judge whether someone is entitled to refugee status is actually quite high. Now, both Latin America and Africa have changed the definition of the 1951 Refugee Convention in order to deal with this problem, but I'm not going to go into that. If you wish in the discussion, we can bring it up. So, there is an bureaucratic and administrative, if you wish, crisis management issue. And this is not only in Germany, the case not only in Germany, but as you know, as a result of the decision in the Trump administration to implement the policy of separating parents and children in order to deter mass migration from Central American countries, we are confronted with an absolutely unprecedented situation where at the present, there are about 10,000 migrant children in custody in various military and other camps, some of whose whereabouts are not known. The records about where the children and the parents are not exactly bureaucratically efficient. This is an absolutely unprecedented situation and a major violation of human rights. One consequence of these quickly implemented policies in the US became that vulnerable children and traumatized adults were trusted to the care of untrained individuals who are neither police nor military, in some cases military, nor social workers. But in large number of cases, these individuals are security workers who had been employed by private security firms. This means that the most vulnerable are in the hands of the least qualified and potentially most dangerous elements of society. Even though President Trump rescinded the decision, administratively the nightmare is still there. Why did we get here? Why is it that most liberal democracies, such as the United States, Germany, Italy, the UK, France, Australia, and the list can go on, are abdicating their principles of human rights, violating international law, and creating zones of lawlessness in their midst by building refugee detention centers or permitting them to be built abroad?
I think this is a question to which many of us are searching for answers, but what makes most sense to me is that in an age of rapid transformations in which the coordinates of our everyday life are all melting into thin air, to use a famous phrase of Karl Marx's, the refugee and the migrant have become the quintessential others and strangers. What are these transformations? First and foremost, the impact of neoliberal financial globalization, which moves assets across borders at the blink of an eye, and which had earlier caused economic meltdowns in Iceland and the 2008 US mortgage crisis. These are the best known examples, there are others. Second, we have the spread of the worldwide net and the emergence of fake news, pseudo news, however you want to refer to them. Third, we have demographic changes leading to the increase of the non-white, black and brown populations of the earth. Then we have threats of massive climate change, and as I documented above, we have accelerated migration movements. As the great sociologist Zygmunt Bauman noted, quote, strangers are dangers. Bauman does not mean that strangers are objectively dangerous. He means that subjectively. The perception of strangers as dangers is easy, seductive, and psychologically deep-seated when human beings themselves are threatened and feel insecure. And in the age of liquid modernity, to use another of Bauman's expressions, when fears and anxieties are high, demagogues and right-wing politicians from Donald Trump to Matteo Salvi, from Orban to Erdogan, find it easy to mobilize these sentiments. Blaming the stranger is a way of reducing complexity and avoiding responsibility. I don't want to overlook one cruel aspect of migratory and refugee movements which do affect receiving communities. While decisions concerning border crossings are made at the national level, the consequences of migration are always experienced at the local level. Overcrowding in housing, decline in the value of housing assets in neighborhoods that receive large numbers of migrants and refugees, increased demand on local social services, such as hospitals and schools, and sometimes increase of criminality, depending on absorption patterns in receiving societies, in receiving communities, are all consequences of unplanned migrations. Now, the irony is that all this is happening also at a time when in many countries of the West, governmental services are being either reduced, cut back, or outsourced to private entities, which we have increasingly in the United States with the growing prison and border control policies. This renders the migrant population who lack adequate resources even more vulnerable by making them dependent upon private organizations. Before I conclude with responsibilities that we as human beings, but also as Jews, have to help the other and the stranger, let me mention that there are good practices. There are good practices to deal with this situation. Canada's practice of groups of families adopting refugees has proven spectacular. Spectacular as a process of integration. And even in my small university hometown of New Haven, a sanctuary city has been declared for refugees, as well as children who have DACA status, deferred action childhood arrivals in technical language. Let me say, you don't expect a Yale student to be an undocumented migrant, but they are. I have them in my classes. Okay? They are not criminals, right? Let's cut that language out, okay?
A kid, a graduate student, an undergraduate who has made it to Yale, who is sitting in one of the classes, these categories, deferred action, childhood arrivals. What does it mean for the life of that person? Not much. Now, Yale Law School students have helped these individuals procure city identity cards, an important principle to think about at the local level. Get driver's licenses, open bank accounts, learn English, and find small jobs. The worst situation for the community and for the refugee is the state of limbo, of not knowing whether one is accepted or having been rejected, awaiting the appeal time of transfer back to the home country or to some other so-called safe third country. This is when the refugee becomes the homo sacer, in Giorgio Agamben's terms, the one who can be sacrificed but who cannot be killed. The refugee is kept in a condition of homelessness and in some cases of statelessness. And unfortunately, we know from the awful murder of the young woman called Susanna in Wiesbaden that the refugee involved was precisely in this condition of having been denied asylum, but not yet been sent back to Iraq. So I'm coming to a conclusion slowly. The political philosopher Judith Klar once noted that the principal task of liberal societies was not only to render justice, but to guarantee that cruelty was forbidden. Cruelty involves not only physical harm and torture, but also humiliation and indignity. I'm afraid that cruelty is spreading in liberal democracies at the cost of those most vulnerable, whether within or outside our borders. And this imposes special obligations for us as human beings and as Jews. As is well known, the experience of galut, of being a stranger in an other's land, has special resonance for the Jewish people. The Hebrew term galut expresses the Jewish condition and feeling of a nation uprooted from its homeland and subject to alien rule. In the Old Testament, Exodus 22:21 says, quote, "Thou shalt not neither vex a stranger nor oppress him, for ye were strangers in the land of Egypt." As Yuri Sleskin, the great Jewish cultural historian, has noted, the Jews are not the only diasporic people. The Indian and Chinese diasporas were and are larger in numbers the world over. Yet what makes the Jewish experience of galut in modernity so unique is that, as he writes, quote, "The modern age was Jewish not only because everyone was now a stranger, but also because strangers were organized into groups based on common descent and destiny," he means the nation state. "Total strangers became kinsmen on the basis of common languages, origins, ancestors, and rituals. The nation was family writ large, or perhaps it was Christianity writ small." End of quote. It is this condition of becoming a stranger in one's own land because one did not belong to a national family writ large, based on religious and ethnic unity from which they were excluded, that has characterized the Jewish experience of modernity and has now become an aspect of the universal human condition. Exile, galut, has several dimensions. It can be a form of religious and spiritual homelessness that may or may not accompany actual political and legal exile. Galut can refer to the political and legal condition of individuals and groups who have been fled, who have fled or been forced out of their homeless. In other words, exiles can also be stateless, although they need not always be so. I think today we need to resist the temptation offered by nativist and authoritarian nationalist ideologies everywhere, including the state of Israel,
To pretend that the experience of Galut can simply be ended by recreating national belonging. The nations will always have its others. Nations create their others. As the recent decision by the Netanyahu government not to grant asylum to African refugees and to render them back to Uganda and Rwanda in return for monetary compensation shows, an extremely racist decision and certainly not consonant with the ethics of Galut. Rather, I think we need to hold on to the transcendent moral dimension in the experience of Galut, which is painful and one of vulnerability, but which cannot be reduced to ideologies of statehood and nationalism. The condition of being a stranger in need demands from us a moral response, for we were all strangers in another's land. Thank you. Ja, Seyla Benhabib, zuerst vielen herzlichen Dank für Ihren Vortrag. Sie haben uns viel Stoff zum Nachdenken gegeben, viel Informationen, viele Anregungen. Die Idee ist jetzt, dass ich kurz die Diskussion mit Ihnen eröffne und dann aber auch auf das Publikum ausweite, da ja bekanntlich die erste Frage meistens länger dauert, bis sie kommt, also beginne ich. Sie haben viele Probleme aufgezeigt, Sie haben uns viele Informationen gegeben über rechtliche Grundlagen, Voraussetzungen, statistische Informationen und ethische, moralische Implikationen. Die Frage, die sich natürlich sofort stellt, die sich Ihnen stellt, die sich uns allen stellt, was sind denn nun mögliche Lösungen? Ich möchte Sie da jetzt bei Ihrem Vortrag beim Wort nehmen und Sie ein bisschen in eine Richtung pushen. Zuerst mal, sind offene Grenzen eine Lösung? Sie haben ja sehr deutlich darauf hingewiesen, dass das Recht auf Mobilität, Auswanderungsfreiheit festgeschrieben ist in den internationalen Verträgen, aber nicht das Recht auf Niederlassungsfreiheit. Das haben Sie ja uns sehr klar gemacht. Wie es aber Flüchtlingsinitiativen ja fordern, manche, ich weiß nicht, ob alle, aber viele. Würde das dann letztlich nicht auf ein Recht auf offene Grenzen hinauslaufen? Also würden Sie eine solche Forderung unterstützen wollen? Und damit verbunden, welche Konsequenzen hätte eine solche Forderung für Arbeitsmärkte, Arbeitsmarkt, für Sozialstaatlichkeit und solche Implikationen. Ja, gut. Sie haben einen. Die erste Frage ist, oder ich muss das. Nein, läuft das? Ja. Also ja, die erste Frage ist immer auch die schwierigste, ne? Das ist ja klar. Von einem moralischen Standpunkt aus, ja, und Politik und Moral sind nicht dasselbe, ist das, ich finde manchmal keine guten Gründe, warum man nicht an eine grenzlose Welt denken sollte. Ich meine, es ist nicht vertretbar, warum in Afrika geborenes Kind, sagen wir, eine Lebenserwartung von nur x Jahren haben würde. Wir kennen alle diese Argumente, ne? Aber es ist wichtig, dass manchmal diese Unterscheidung dann zu treffen. Nur ich vertrete in meiner Arbeit nicht offene Grenzen. Mein Begriff dafür ist porous borders. Porous, durchlässige Grenzen. Und dann natürlich ist die Frage, nach welchen Kriterien arbeitet man also bei diesem Begriff von durchlässigen Grenzen. Zunächst mal, ich glaube, wir müssen uns dazu besinnen,
dass das Nationenstaatensystem auf Reziprozität beruht. Okay? Die Idee von geschlossenen Grenzen, das ist ja wirklich ein Unding in dem Nationenstaatensystem. Und Reziprozität heißt eigentlich, dass die Staatsbürger von dem jeweiligen Staat auch nach bestimmten Kriterien sich über diese Grenzen bewegen, frei bewegen können. Wo entstehen die Probleme? Die Probleme entstehen mit der Wirtschaft oder Migrationsbewegungen, die wirtschaftliche Implikationen haben. Schauen Sie mal, es ist sehr interessant. Die Vereinigten Staaten, USA, hat bis jetzt Arbeitsmarktmigration nicht wirklich geregelt. Die europäischen Staaten schon. Wir wissen, und ich meine, warum ist das wichtig, das vor Auge zu behalten? Weil wir sehen auch hier, dass die Selbstinteresse, also der Nationen, sind auch anders bedient. In den USA, warum haben wir diese Zahl? 12% der Bevölkerung sind nicht im Land geworden. Warum? Weil wir wissen, es da einen unglaublichen Schwarzmarkt an ungeregelter Arbeit hat es immer gegeben. Ja? Und deswegen also, ich meine, Wall Street Journal Editorials, ja, die sind die letzte Kosmopolite geworden. Die wollen, dass billige Arbeitskraft ins Land kommt. In Europa ist der Arbeitsmarkt viel mehr geregelt. Aber immerhin, es gibt einen Bedarf, ein Bedürfnis nach Gegenseitigkeit, nach Zusammenarbeit. Also zunächst mal dann, wir müssen auf diese sehr monologische Betrachtungsweise des Nationenstaats rübergehen. Ne? Also soziologisch, und das ist ein Unding, so zu denken, also an einem geschlossenen Nationenstaat. Die schwierigen Fragen entstehen über die Verantwortung jetzt im Moment, es wird gesagt, gegenüber Flüchtlingen. Was Sie für Aus anderen. Also. Aber ich meine, was ich versucht habe mit dieser ein bisschen langweiligen Statistiken, und ich meine, ich bin Philosophin nicht. Und der Grund, warum ich mir diese Statistiken angeschaut habe, weil ich sehe, das Problem besteht nicht in den Zahlen. Das Problem ist eine administrative Krise und es sind identitätsbezogene Ängste da, die sehr schwer zu behandeln sind in der Politik. Ne? Das, ja. Nun, die offenen Grenzen in Europa funktionieren die ja einigermaßen, aber das Problem ist ja eben die zu uns kommen aus anderen Weltgegenden, und darauf zielt die Frage natürlich vor allen Dingen. Ja? Und Sie haben ja das mit dem kleinen Kind aus Afrika jetzt gerade auch erwähnt, dass es ungerecht sei, dass dessen Lebenserwartung viel kürzer ist. Aber da liegen ja die eigentlichen Probleme. Ja, dazu will ich auch noch etwas sagen. Also, ich glaube nicht, dass die Menschen Flüchtlinge sein wollen. Ja? Also, wir müssen das auch irgendwie, das ist eine Binnenweisheit. Der Mensch will nicht unbedingt ihr Zuhause oder ihr Staat verlassen. Das sind notbedingte Bewegungen. Und teilweise, wir wissen, dass es, was man Failed States nennt, also ich weiß nicht genau, wie, ja, Failed States, ne? Also das ja jetzt, es gibt Gebiete in der Welt, besonders jetzt im Nahen Osten, nach der politischen Intervention und so, und der Nationenstaatssystem vom 1917 hat sich aufgelöst in den Nahen Osten. Ne? Und in diesem riesigen Gebiet von Beirut bis Kandahar, ausgeschlossen Iran, es ist jetzt im Moment unklar, was da als ein politisches System entstehen wird. Also dadurch natürlich entstehen die Flüchtlingsbewegungen. Nun, ich kenne mich nicht so gut aus mit
der afrikanischen Situation, aber wir wissen ja, wir lesen das alle, Desertification, Klimawandel, teilweise der negative Einfluss von in Europa befassten Maßnahmen, zum Beispiel mit Baumwolleproduktion, die sie auf dem Bauern haben. Also wir denken nicht interaktiv über diese Flüchtlingsbewegungen auch. Und das ist wichtig, besonders jetzt, was Afrika anbelangt, weil von so vielen Problemen, unter so vielen Problemen leidet. Ich gebe es gleich weiter, aber ich möchte noch mal danach haken bei dem Nationalstaat, Nationenstaat. Da haben Sie eben ja noch mal sehr deutlich gesagt, das ist vorbei, aus. Naja, in Europa hat man ja nicht das Gefühl, dass es alles so vorbei ist mit den Nationalstaaten. Im Nahen Osten, ja, völlig klar, das waren ja auch Grenzen, die sind ja auch aufgezwungen worden von den europäischen Mächten. Das ist eine andere Situation. Aber Sie haben das sehr deutlich gemacht, dass Sie den Begriff nicht wollen. Aber ich möchte noch mal im Zusammenhang mit dem Fremden fragen, den Sie eben am Schluss ja auch sehr deutlich hervorgehoben haben mit dem Bibelzitat. Wir wollen niemandem zumuten, nur und immer und ewig Fremde zu bleiben. Da stimme ich Ihnen völlig zu. Aber was ist denn auch da wieder die Lösung? Sollen die Fremden dann nationalisiert werden in den Staaten, in die sie kommen, und in die Nationen aufgenommen werden? Oder was soll mit ihnen dann geschehen? Also ich habe versucht, die verschiedenen Dimensionen dieses Begriffs zunächst mal ein bisschen differenzieren, ja, weil ich habe auch gesagt, das Fremdsein in dem Sinne von nicht zu Hause zu sein, ist fast eine Kondition der modernen Mensch. Also es ist eine Art von transzendentale Heimatlosigkeit, wenn Sie das wollen. Also das ist eine philosophische These. Ne? Und die Gefahr besteht, diese Art von Heimatlosigkeit oder also das auf politisch-nationalistische Lösungen zu reduzieren. Ja? Und ich will auf diese Spaltung in dem Begriff des Fremden irgendwie und auch des Exils, ich will daran halten. Aber konkret gesprochen, natürlich bin ich dafür, wenn mit dem Fremdsein nur der Ausländer gemeint ist. Ne? Ich meine, der Fremde ist nicht nur der Ausländer. Ja? Also wenn das damit gemeint ist, die Leute sollen natürlich Mitgliedschaftsmöglichkeiten haben und dann vielleicht auch am Ende Staatsbürgerschaft oder sowas. Ich habe immer dafür argumentiert, man muss irgendwie demokratische Zugehörigkeit finden. Nur ich bestehe auch darauf, besonders in Europa, aber nicht nur in Europa, es gibt ja Staatsbürgerschaft, also demokratische Zugehörigkeit, Citizenship, regionale Citizenship, ja, also diese Möglichkeiten sind auch ja vorhanden. Und aber sicherlich, also das Beteiligung, das Recht auf Beteiligung, also die Möglichkeit von Zugehörigkeit, die lehne ich überhaupt nicht ab. Ja, ich denke, ich gebe mal frei auf das Publikum, dass Sie sich daran beteiligen, vielleicht da einhaken, was besprochen wurde, oder andere ganz andere Fragen stellen möchten. Ja, vielen Dank, und ich gebe dir grundsätzlich auch recht. Aber jetzt gibt es ein politisches Problem, das in den USA von einem politischen Philosophen, Mark Lilla, aufgeworfen worden ist und hier in Deutschland von einem ehemaligen Leiter des Max-Planck-Instituts für Gesellschaftsgeschichte in Köln, Wolfgang Streeck. Und die sagen Leuten wie uns immer, naja, ihr habt gut reden, ihr hochgebildeten Upper-Middle-Class-Kosmopoliten, ihr könnt euch das leisten, geht mal in die Viertel Rust Belt
oder des Prekariats Ost-Berlin, Brandenburg. Was sagt ihr den Menschen dort? Ja, danke, Micha. Ich habe den Aufsatz von Herrn Streck gelesen und ich bin dabei, eine Erwiderung zu schreiben. Das hat mich wirklich, das hat mich wütend gemacht. Und ich fand das nicht auf sein Niveau, ehrlich gesagt, als Ökonom. Ich erlaube mir, Dinge hier zu hasen. Soziale Gerechtigkeit und Kosmopolitismus schließen sich nicht aus. Die Frage von sozialer Gerechtigkeit, ökonomischer Gerechtigkeit, ist eine völlig andere Frage jetzt von dieser Kritik an Eliten. Ja. Und diese Art und Weise zu denken, was wirklich die Populisten sozusagen Butter auf das Brot spread. Ja. Ich meine, warum soll ein kosmopolitischer Standpunkt, und das ist nicht nur der Standpunkt von den Eliten, also das ist eine fast also so viele Menschen, also so viele Menschen leben ja auch ja, mit dieser Human Condition heutzutage. Ja. Warum soll das mit sozialen Gerechtigkeitsvorstellungen nicht vereinbar sein? Ja? Also die Kritik von Mark Lille ist hauptsächlich auch eine Kritik an identitäre politische Vorstellungen. Ja. Kosmopolitismus ist universalistisch. Woraus besteht das? Moralisch ist es eine kantische Position, dass jeder Mensch moralische Würde hat als Mensch, ja? Politisch besagt also Kosmopolitismus nicht, dass man keine Zugehörigkeit haben soll oder so, aber es besteht auf Kooperation, Universalismus, Zusammenarbeit und weltbürgerliche Vorstellungen. Ja. Also in dem Sinne, ich verstehe wirklich diese Rhetorik nicht. Und diese Rhetorik, dass kosmopolitische Menschen sich nicht um das Prekariat oder die anderen und so weiter kümmern würden. Das ist eine Frage von sozialer Gerechtigkeit. Ja. Ich weiß nicht, ob das für dich zufrieden ist, aber ich war wirklich ein bisschen überrascht bei dieser Attacke, Angriff gegen Kosmopolitismus. Möchten Sie noch mal, Herr Bohmlich, oder ja, ganz kurz? Deiner Meinung, aber jetzt nochmal zu Kant. Ich hatte vor Jahren mal horribile dicto eine Diskussion mit einem philosophisch mehr oder weniger gebildeten NPD-Mann, der mir auf Kant immer geantwortet hat, naja, Sie haben ja ganz recht, aber bei Kant ist das nur das Recht der Hospitalität, nicht das Recht bleiben zu dürfen. Und jetzt? Ja, ja, natürlich. Ich meine, wir wissen das und also darüber haben wir auch viel geschrieben, diskutiert. Also das reicht nicht aus und die juristische Entwicklung ist auch über den Kant weit hinausgegangen. In einem gewissen Sinne auch über den Hannah Arendt auch. Hannah Arendt hat internationales Recht nur als Staatsverträge verstanden, obwohl sie eine Ahnung hatte, dass es was anderes sein könnte. Sie hat das nicht artikuliert. Also in dem Sinne verbleiben wir natürlich nicht mit Kant. Aber was bei Kant so großartig ist, ist, dass diese Idee, dass kosmopolitisches Recht neben Staatenrecht und Völkerrechte und an diese drei fertige Unterscheidung macht, ja. Und das ist, da sind wir immer noch, also im sehr, you know, we are grateful to him, was auch immer jetzt. Das haben alle verstanden. Ja, das. Ich habe hier eine Frage auch. Gehen Sie erstmal da hinten hin, ja? Dankeschön.
If I may ask in English, the title, just referring to the title of your lecture, The Global Refugee Crisis and Challenge to Liberal Democracies, I was just interested in your response to, you know, you refer to a lot to the Geneva Convention and so on, but currently in Europe, as the example with Aquarius highlights, we have governments, democratically elected governments, who ignore these rights. So, you know, until we, in an ideal world, educate populations that, you know, being refugees, refugees coming to their country isn't necessarily a threat, isn't necessarily something to be afraid of, we have a political problem. So, you know, what are the options? Do we limit the choices that democratically elected governments have, so they cannot violate the legal obligations they have under international law? Or, yeah, you get, I think you get my point. The situation in Europe is complicated because of the interpretation of Dublin, and there are some technicalities there where you know, I'm not at all sure also about certain issues, but I'll tell you where I think the crux of the problem is. Okay, there is nothing in the Geneva Convention that says, okay, that the refugee must submit an application in the first port of entry. That just is an interpretation that was created as a result of the various Dublin agreements and so on. And right now, the disagreement is whether, in effect, if, let's say, a country like Italy, Austria, Hungary, etc., do not permit the refugees to submit applications and they end up in the borders of, you know, Bavaria, what are the obligations? I think Frau Merkel is saying we have international obligations that must also be considered within the European framework. And the position that says that these people who come must go back to safe third countries that don't accept them, safe third countries that don't give them the possibility of submitting applications. I mean, what this is all some kind of interpretation that just strikes me as being, I don't quite know, I don't want to say built on thin air, but obviously this issue will have to be addressed through some kind of European solidarity. And I think Merkel and Macron and so on are right in pointing the fingers at, you know, Hungary and Poland and so on, saying if you don't want to accept refugees, bitte an die Kasse. You have to have some solidarity. You know, our problems are different. I mean, I'll be very happy to talk with you until the cows come home, as they say, about the terrible situation that we have in the United States right now, and I'm very ashamed of it. Okay? But Europe sometimes creates its own problems with these very technical, complex interpretations, and you know, I think that sometimes it's important for a society and for citizens, okay, for civil society also, to have a clear sense of what the principles are and not to just leave the argument, you know, to bureaucrats and so on. I'm not saying your democratically elected governments are not legitimate. You know, I'm not saying anything like that. But obviously, this is a debate. And, you know, as citizens, as Weltbürger, we have to know what the debate is about. Ja, vielen Dank. Jetzt habe ich hier vorne eine Frage. Hier.
Vielen Dank, Professor Benhabib. Ich möchte auf etwas zurückkommen, was Sie am Ende Ihres Vortrags gesagt haben. Sie haben ja geschlossen mit einer spezifisch jüdischen Sensibilität für diese Thematik, die Sie mit der Sie Ihren Vortrag beendet haben. Und jetzt haben wir nun bald Juli und da jährt sich zum 80. Mal die Konferenz von Evian 1938, wo auf Einladung von oder auf Initiative von Franklin Roosevelt Vertreter vieler Nationen, Länder zusammenkamen, um die Thematik oder um die Frage, wie mit der jüdischen Flüchtlingsthematik umzugehen ist, zu klären. Und wie wir wissen, ergebnislos. Die meisten Länder haben eigentlich ihre Grenzen danach geschlossen. Gibt es für Sie etwas, was aus der Konferenz von Evian zu lernen wäre für die heutige Asylpolitik? Oder würden Sie sagen, dass dieser historische Vergleich ziemlich abwegig ist, weil die Historie, weil der Kontext damals und heute eben sehr unterschiedlich ist? Das wäre meine erste Frage. Und eine zweite, Sie sagten vorhin, niemand ist gerne Flüchtling. Würden Sie sagen, dass die Idee der Fluchtursachenbekämpfung in den Herkunftsländern eine reine Utopie ist? Oder sehen Sie dafür auch reale, realistische Optionen? Was wären da Rahmenbedingungen, an die Sie denken könnten? Dankeschön. Ich meine, ich weiß nicht, ich kenne natürlich das Evian-Konferenz, die Tagung und so im Allgemeinen, aber das war einer der Brennpunkte und ich habe natürlich ja auch jetzt den neuen Aufsatz darüber gelesen. Das war einer der Brennpunkte, wo man gesehen hat, dass ohne eine transnationale Vereinbarung, dass dieses Problem nie gelöst werden könnte. Nee. Und also es ist infolge von der Dysfunktionalität so eine Situation auch, dann die Genfer Flüchtlingskonferenz, also die Vereinbarungen sind auch als Antwort darauf entstanden. Nee? Ich meine, es ist sehr, sehr einfach, sich das zu überlegen. In einer Welt, die in territorialisierte Nationenstaat geteilt ist, was ja nicht immer in der Geschichte der Fall war, richtig? Ja. Aber in so einer Welt, wenn du ein Territorium verlässt, dann bist du auf dem Territorium von einem anderen. Und das ist immer die Asymmetrie von der the right of emigration and the right of immigration. Einreise immer. Also bis heute bleibt irgendwie ein Hoheitsprivileg. Ja? Und da entstehen diese ganze auch asymmetrischen Probleme. Und ich denke, was man daraus gelernt hat, ist zunächst mal Non-Refoulement, ja? Der Flüchtling nicht da wegzuschieben. Aber auch, was ich Reziprozität genannt habe, aber das ist der präzise Begriff im internationalen Recht, wäre Committee. So etwas wie Freundschaftlichkeit, Zivilität, the Committee of Nations. Ne? Das muss, das war nicht der Fall. Also keine wollte die Juden, also sie haben sich dann hin und her und darauf natürlich, ich meine, das war auch ja die Erfahrung von dem Staatenlosen, ja, woraufhin Hannah Arendt so viel gesagt hat. Was war Ihre letzte Frage? Wie kann man diese Probleme also Fluchtländer lösen? Mir scheint, dass in den letzten Jahrzehnten, also diese Idee von viable economic development, Klima, auch klimafreundlich und so weiter, das ist alles ein bisschen weggegangen. Ne? Man hat sich, also man hört
nicht mehr so viel über sustainable development. Und sustainable economic development ist sicherlich eine der Antworten, besonders die also aus Afrika kommenden Flüchtlinge. Ich weiß nicht, warum das so vom Auge verschwunden ist oder ob das meine Wahrnehmung ist, aber wirklich diese Idee von Investitionen in Sustainable Development und so weiter sind nicht mehr da. Und stattdessen, was jetzt im Moment geschieht und worüber sehr wenig geredet wird, ist die Tatsache, dass sehr viele chinesische Unternehmen in Afrika Land, Wasserressourcen, als auch Metals, Precious Metals kaufen. Alles wird privatisiert. Und das ist auch eine Sache, worüber wir nicht sehr viel reden. Und ich konnte in einem Vortrag nicht alles das ansprechen. Ja, ich sehe noch einige. Wie lange? Einmal vielen Dank für Ihre Rede. Zwei Fragen. Vorneweg, ich bin sehr froh, dass ich zu der glücklichen Gruppe von Migranten gehöre, die ohne Probleme reisen kann, als Italienerin, die hier lebt und arbeitet und sogar als Künstlerin mit Refugee arbeiten darf. Aber die Frage jetzt auf der zwei Fragen, ganz unterschiedlich. Eine Sache, auf der philosophischen Ebene, sollte man nicht ein bisschen stärker den Begriff Identität dekonstruieren? Also als Italienerin, ein Ausweis ist eine Carta d'identità und der Staat ist wirklich gesehen wie ein Mensch immer mehr. Und diese Identitäre ist wirklich, glaube ich, sollte viel stärker dekonstruiert werden. Und unsere Kultur in den letzten Jahrhunderten, uns in der Literatur und Kunst, schon, also es ist schon nicht mehr so wichtig, die Identität. Zweitens, ich würde sagen, das Thema Armut. Ich höre in dem politischen Diskurs zu wenig ja, Bemerkungen über diese Verquickung. Armut, auch in Europa, ich denke auch Süditalien, und das Problem der Flüchtlinge. Also über die ökonomischen Bedingungen, also die ökonomischen Voraussetzungen von Flüchtlingsbewegungen und so, wir haben angefangen darüber zu reden, ja. Und ich kann das nur, ich bin mit Ihnen da einverstanden. Natürlich muss man über die Armut reden. Und nicht nur über die Armut, aber elende Lebensverhältnisse, wo mit der Verwüstung ganze Lebensweisen verschwinden. Ja? Also das müssen wir vor Augen behalten. Sicherlich, sicherlich. Und was noch dazu fehlt, aber ist ein interaktives Verständnis über wie unsere Handlungen die Lebensbedingungen von anderen beeinflussen oder nicht. Also besonders mit Europa und Afrika. Wir haben eine Tendenz, das nicht so interaktiv zu betrachten oder zu sehen. Das müssen wir aber auch tun. Ich habe Ihre Frage über Identität nicht ganz verstanden. Wenn Sie meinen, Identität ist wichtig, ja, natürlich. Nein. Umgekehrt. Also, ich habe also einen narrativen Begriff von Identität in meinen Arbeiten verteidigt. Und das heißt, die Frage ist immer nicht, was bist du? Die Frage immer ist, wer bist du? Und auf die Frage, wer bin ich, wird Frau immer, eine komplexe Narrativ erzählen. Genau, genau. Identitäten sind keine Substanzen. Ich meine, diese menschliche Identität basiert sich auf dieser
sich entwickelnde, in sich darstellende, also Narrative ist eines meines Lebens, ja. Und wir müssen das im Begriff halten. Und deswegen finde ich auch diese politische Verkürzung von Identitätsbegriffen mit Heimatbegriffen sehr falsch. Wir haben alle ein Zuhause, ja? Jedes Kind fängt irgendwo an. Ne? Und aber was das Zuhause ist und wie das zu der Nation verhält und so, das ist eine ganz andere Frage. Ja, wir wollen unseren Gast nicht überstrapazieren. Eine Frage vielleicht noch. Das Argument, dass wir etwa 7% Flüchtlinge haben und das Problem übertrieben wird, steht unter der prekären Voraussetzung, dass seit Jahren dafür gesorgt wird, dass es nur 7% sind mit sehr inhumanen Politiken an der europäischen Außengrenze. Gäbe es wirklich offene Grenzen, dann müsste man darüber reden, ob es nicht wirklich ein Problem der Belastbarkeit gibt, was die Zahlen betrifft, aber auch was die Mentalität der Ankommenden betrifft. Der übelste Rassist, den ich je kennengelernt habe, war ein eritreischer Flüchtling, den ich selbst betreut habe. Wäre er ein Deutscher gewesen, hätte ich ihn verprügelt, aber so habe ich ihm Deutsch beigebracht. Das setzt sehr viel Toleranz voraus und die kann man nicht bei jedem und immer voraussetzen. Auch nicht, was das Teilen ökonomischer Güter betrifft. Wir kämen von 7% irgendwann auf 17, 27 und dann ist die Frage nach Verteilungsgerechtigkeit, über die man auch mal reden müsste. Ich habe 7,5% Third Country Nationals gesagt. Das sind nicht alle Flüchtlinge, die sind auch Migranten. Die sind hier im Lande oder überall in Europa ansässige Migranten. Sie haben vielleicht diese Zahl falsch verstanden. Also eine genaue Zahl der Flüchtlinge innerhalb dieser 7,5% Drittstaatangehörige in der EU habe ich im Moment nicht. Also man muss wirklich sich die Statistiken Eurostat und so weiter vorsichtig anschauen, um den Anteil zu sehen. Ja? Aber vielleicht das ist nicht Ihre Frage dann insgesamt. Sehen Sie, wenn ich Sie richtig verstanden habe, aber vielleicht habe ich Sie nicht richtig verstanden. Sie gehen von einer Metapher von überflutet, überwältigt zu sein. Nee? Ich hab's, und Sie haben von jemandem gesprochen, der nicht Europäer ist, der ein Nationalist ist und so. Dann stellen Sie bitte mal die Frage nochmal. Vielleicht habe ich das wirklich nicht so richtig verstanden. Es kommt ja vor, wenn ich ein bisschen müde werde. Das Argument 7 oder wie viel Prozent, dass wir noch lange nicht an einem wirklichen Problem angekommen sind, sondern es nur so wahrgenommen wird, steht unter der Bedingung, dass seit vielen Jahren auf sehr inhumane Weise die europäische Außengrenze eine Grenze gegen Flüchtlinge ist, die man lieber im Meer ertrinken lässt, als reinkommen lässt. Wenn wir wirklich offene Grenzen hätten, müsste man darüber reden, wie politisch und gesellschaftlich die Belastbarkeit zu definieren ist. Und da kommen Verteilungsprobleme und Gerechtigkeitsprobleme zum Vorschein, die ich in Ihrem Vortrag nicht wahrgenommen habe. Wir haben ja am Anfang über offene Grenzen gesprochen und ich habe auch gesagt, dass ich keine offenen Grenzen verteidige. Aber ich bin mit Ihnen auch nicht einverstanden mit der Vorstellung, dass gäbe offene Grenze, die ganze Welt auf Europa, nach Europa kommen wollen würde. Das stimmt überhaupt nicht. Ein Befund der Migrationsforschung ist, wenn ich das auf Englisch sagen darf, not everyone in the world wants to go to every place in the world. Das ist nicht der Fall. Migrationsbewegungen haben also sehr genaue Formen. Und am meisten Migrationsbewegungen sind bedingt von Netzwerken,
von Migrantenfamilien oder Sprachmöglichkeiten, Affinitäten. Warum wollen so viele Leute aus Afrika nach Land, nach in den UK, Großbritannien gehen? Weil sie kennen die Sprache. Warum sind so viele Tausende von Menschen, also monatelang, warum sind sie da in Calais gewesen? Nicht alle wollten nach Schweden oder geschweige von Deutschland. Also ich glaube, selbst wenn es offene Grenzen gäbe, und das ist nicht meine Position, die ich verteidige, ich sage moralisch, manchmal es ist schwer, nicht an offene Grenzen zu denken, aber politisch, rechtlich verteidige ich das. Das nicht, nur ich will die Frage stellen, aber ich gehe auch nicht davon aus, dass die ganze Welt nach Europa kommen will. Das stimmt ja überhaupt nicht. Die wollen lieber auch in den USA, sehr viele. Ja, also ich meine ruhig. Es sind nur Menschen wie ich, die Europa lieben, die immer wieder hinherkommen. Ja, also. Ja, ich glaube, das war ein gelungenes Schlusswort. Nochmal ganz herzlichen Dank für den Vortrag, für die Antworten, für die Impulse, die Sie gegeben haben. Und wir hoffen, Sie oft hier in Berlin und auch im Jüdischen Museum wiederzusehen.